Die Ukraine erhält von der Bundesregierung weitere Waffen und Munition im Wert von 2,7 Milliarden Euro. Das gab das Bundesverteidigungsministerium bekannt. Es ist das größte deutsche Rüstungspaket für die Ukraine seit dem russischen Angriff auf das Land. Geliefert werden sollen unter anderem 20 Marder-Panzer, 30 Leopard-1-Panzer und 4 Iris-T-Flugabwehrsysteme. Und wir sprechen darüber jetzt mit der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestags, der FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Guten Tag. Ich grüße Sie ganz herzlich. Welche Bedeutung hat dieses militärische Unterstützungspaket zu diesem Zeitpunkt für die Ukraine, Stichwort erwartete Frühjahrsoffensive? Ja, das hat sehr große Bedeutung, weil Wladimir Putin, der ja übrigens heute diesen Krieg beenden könnte, wenn er seine Truppen zurückzöge aus den besetzten Gebieten, das ist insofern von hoher Relevanz, als dass er ja darauf abzielt, dass der Westen und damit auch Deutschland nachlässt in seiner Unterstützung der Ukraine. Und das tun wir eben nicht. Und mit diesem Paket, mit dem neuen, sehr großen Paket, was geschnürt worden ist, Sie haben gerade einige Dinge daraus erwähnt, wird eben aus Industriebestand, nicht aus dem Bestand der Bundeswehr, eben die Ukraine unterstützt. Und das ist wichtig. Übrigens auch ein Signal an den morgigen Tag, wo das ukrainische Volk ja mit dem Karlspreis ausgezeichnet wird, der in Aachen verliehen wird. Und insofern ist es von hoher Relevanz, was wir da gerade machen. Sie haben es ja eben auch schon gesagt, da ist jede Menge drin, Haubitzen, Munition, Leopard- und Marderpanzer. Reicht das denn aus Ihrer Sicht alles aus? Also das ganz große Entscheidende ist die Frage der Luftabwehr. Wir lernen ja aus diesem Krieg, dass die meisten Angriffe von oben kommen, in Form von Drohnen, in Form von Raketen und Marschflugkörpern. Und wir haben bisher der Ukraine eine Iris-T geliefert, ein sehr, sehr erfolgreiches System. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu artikulieren auch, dass wir eben mehr von diesem System liefern. Dieses System hat vielen Tausenden von Ukrainerinnen und Ukrainern das Leben gerettet. Es ist hochwirkungsvoll und deswegen ist es eine gute Nachricht, dass sie noch mehr bekommen, um eben überwiegend den Angriff aus der Luft abwehren zu können. Verteidigungsminister Pistorius schreibt, Deutschland werde jede Hilfe leisten, die es leisten kann. Das klingt nach möglicherweise auch weiteren Hilfspaketen. Inwieweit laufen dafür bereits Vorbereitungen? Was man nicht vergessen darf, wir unterstützen die Ukraine ja auch wirtschaftlich. Wir unterstützen die Ukraine auch humanitär. Das heißt, es werden auch ganz praktische Dinge geliefert, die man bedauerlicherweise braucht, wenn man nicht ums Leben kommen will. Und insofern sind wir immer im Gespräch mit der Ukraine, was sie benötigen. Der Generalinspekteur war gerade in Kiew, um das genau zu besprechen. Insofern sind wir sozusagen immer up to date. Wichtig ist allerdings, es ist ja nicht nur Deutschland, was liefert, sondern auch andere EU-Partner. Und wir stimmen uns ab, wer kann etwas liefern. Das heißt, die Ukraine wünscht sich Dinge, die es dringend braucht. Und es wird dann geschaut, kann es Deutschland oder kann es Deutschland nicht. Und so wird vorgegangen. Und insofern sind wir immer daran interessiert, eben diesen nahen Austausch zu haben. Im Übrigen lernt auch die Bundesrepublik Deutschland, lernt ganz Europa, was es für Kriege heute wieder gibt, die wir ja vor Jahren in der Form als unvorstellbar gesehen haben. Sagt die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestags, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.